Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder. Heute das ultimative Team von uns. Sowas habt ihr noch nie gesehen. So einen Squad-Builder von viel FIFA gab es wirklich noch nie. Das Team kostet ungefähr 5 Millionen Münzen und es ist wirklich das Sahnehäubchen. Einfach nur bombastisch. Die Verteidigung, da muss natürlich David Luiz in unser Schamalockenkopf, darf da einfach nicht fehlen, deswegen er schon mal im Team. Aber wir machen erstmal ganz langsam, Freunde. Fang an mit dem Torwart. Hier haben wir natürlich Sirigu von Paris Saint-Germain. Ein recht passabler Torwart mit einem Wert von 84. Und ich denke mal, den hat jeder schon gespielt. Dazu braucht man eigentlich nicht die großen Worte verlieren. Weiter geht's mit dem linken Innenverteidiger. Er kommt aus der Liga. Und das ist Thiago Silva. Team of the Year Version mit 87 Tempo, 95 Verteidigung und 91 Kopfball. Was für kranke Werte, Freunde. Ich habe noch nie so einen genialen Innenverteidiger gespielt. Der ist einfach nur überragend. Das ist einfach so geil, mit dem zu spielen, Freunde. Ihr müsst den unbedingt mal ausprobieren. So, wir machen weiter mit David Luiz. Aber wir wären ja nicht viel FIFA, Freunde, wenn wir nicht nochmal einen draufsetzen würden. Denn wir haben für euch extra ausgepackt David Luiz, International Man of the Match. Mit sowas von geilen Werten, Freunde. Diese Verteidigung, die ist einfach nur, ich kann nichts dazu sagen. Gleich kommt noch der dritte Innenverteidiger. Und David Luiz sowieso schon overpowered. Jetzt noch in International Man of the Match mit Kracherwerten. Freunde, diese Verteidigung ist einfach nur das Beste, was ich hier gespielt habe. Und jetzt kommen wir dann zum Knüller. Zum letzten der drei Innenverteidiger. Und das ist Jorro Chiellini von Juventus Turin. Team of the Season Version. 81 Verteidigung. Was quatsch ich da? 81 Tempo. 93 Verteidigung und 90 Kopfball. Junge, Junge, Junge. Hier hat man einfach die chinesische Mauer komplett. Wir gehen dann mal weiter zum zentralen defensiven Mittelfeld. Da muss ich kurz überlegen, wer spielt denn da links, Freunde? Der... Moment. So, Freunde, da muss ich ganz kurz überlegen, wer spielt denn da nochmal im linken zentralen defensiven Mittelfeld? Es ist Ramirez von Chelsea Powerhouse. Richtiger Pferdeochse, dieser Ramirez. 88 Tempo, 76 Verteidigung. Der rennt den Acker von vorne nach hinten, pflügt er den. Einfach nur eine Maschine. Der rechte zentrale defensive Mittelfeldspieler ist einer, Freunde. Den haben wir mittlerweile schon alle ins Herz geschlossen. Es ist Andrea Rille Ziegenbart Pirlo von Juve, genauso wie Chiellini. Und das ist einfach nur El Maestro. 93 Passen, Mamma mia, ciao bella. 84 Dribbling, solch eine Passquote, von dem habe ich noch nie gesehen, Junge. Der spielt einfach jeden Ball perfekt in den Lauf. Einfach nur, boah, ich bin so am Schwärmen, Freunde. Das linke Mittelfeld wird besetzt von Eden Hazard. Sein Upgrade, 88er Version, 89 Tempo, 82 Schuss, 85 Passen. Ein kompletter Mittelfeldspieler. Und der macht da auch richtig Wirbel vorne. Weiter geht's mit dem rechten Mittelfeldspieler, Candreva, Team of the Season. 88 Tempo, 84 Schuss, Freunde. Er hat so eine Wumme, ne? Das ist unfassbar. Der knallt die Dinger alleine in den Winkel. Sowas ist nicht mehr feierlich. 88 Passen, 89 Dribbling. Dazu kann er noch ganz gut verteidigen. Also der ist der perfekte Mann für eine 3-5-2-Formation. Im zentralen offensiven Mittelfeld haben wir nun Mesut Özil in Form. 77 Tempo, der hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die anderen Spieler. Ja, ich kann nicht so viel mit dem anfangen, hab mir dann extra nochmal den in Form gegönnt, aber ich muss sagen, der hat mich jetzt nicht so überzeugt wie anderen in diesem Team, aber der hat seine Sache auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Und nun, Freunde, kommen wir zu den zwei Stürmern. Ihr könnt es vielleicht erahnen, ihr könnt es vielleicht erahnen, der rechte Stürmer, das kann eigentlich nur einer sein, das muss er sein, das muss er sein. Wo ist er denn, wo ist er denn? Und es ist Miroslav Klose. Man of the Match oder was für eine Special-Karte das auch immer sein mag. 90er Wertung, 90 Tempo, 93 Schuss, 94 Dribbling, 99 Kopfball, Freunde. Ja, Freunde, das ist einfach nicht mit Worten zu beschreiben, was das für ein Monster ist. 2 Millionen Coins kostet der. Einfach nur so ein Hammerspieler. Hätte der noch 3-4 Sterne-Skills, wäre das einfach noch viel geiler. Jetzt kommen wir zum letzten Mann und das ist... Ups, da muss ich ganz kurz umstellen. Das ist natürlich hier mal... Oh, das geht doch nicht. Ey, yo. So, der letzte Mann, Alexis Sanchez, Second International Man of the Match müsste sein, von Arsenal London, 91 Tempo, 91 Schuss, 82 Passen, Junge, 91 Dribbling, das sind Werte, einfach nicht von dieser Welt. Und dieses Team ist vielleicht nicht das kreativste, aber es ist einfach sowas von overpowered, sowas von, Freunde, damit könnt ihr eigentlich jeden besiegen, das ist hinten wie eine Mauer, Mittelfeld auch sehr gute Männer und dann der Sturm, einfach nur, boah, Freunde, mir fehlen die Worte, ich bin am Schwärmen.
und ich habe auch richtig Spaß beim Spielen gehabt. Ja, Freunde, falls ihr auch einen Spieler von denen haben wollt, keine Münzen habt, dann schaut gerne bei unserem Sponsor in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr Münzen, PSN-Cards und natürlich auch Microsoft Points und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch so ein Team leisten. Das war's soweit von diesem Team. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Toren. Haut rein und ciao!